Hallo und herzlich willkommen zu MZ Kick TV. Heute die erste Sendung. Was gibt es alles zu sehen? Wir haben einen Studiogast vom SV Kelheim Winzer. Es gibt die Tore des Monats Februar. Es gibt auch etwas zu gewinnen. Und. Bevor es richtig losgeht, stellen wir Ihnen das Portal mzkick.de vor. MZ Kick TV. Ist das neue Fußballportal. Die Sport-, Online- und Lokalredakteure der Mittelbayerischen Zeitung wollen euch eine Plattform bieten. Hier dreht sich alles um den Fußball in der Region. News, Videos, Fotos, Spielberichte. Mehr als 420 Ligen aus der gesamten Oberpfalz sowie Teilen Niederbayerns und Mittelfrankens. Nicht nur die Herren, auch die Frauen, Junioren und Juniorinnen sowie Senioren finden hier ihre digitale Heimat. Finde eine umfassende Übersicht zum laufenden Spielbetrieb, Ergebnisse, eine Wechselbörse, Tabellen, Termine und vieles mehr. Und auch den Schiedsrichtern wird mit mzkick.de eine eigene Rubrik. Der Amateurfußball steht bei mzkick.de auf Tabellenplatz 1. Aber damit nicht genug. Die Redakteure spielen den Ball zurück an die Vereine. Die Plattform bietet die Möglichkeit, selbst zum Content Manager zu werden. Bestimme die Inhalte auf mzkick.de einfach mit. Nachrichten selbst auf mzkick.de schreiben, Termine für Veranstaltungen eintragen, den Kader pflegen oder packende Spielszenen als Videos oder Fotos veröffentlichen. Der Fokus liegt hier beim Meinungsaustausch mit den regionalen Fans. mzkick.de bietet Amateursportlern, Fans und Begeisterten der Region die Bühne, die sie verdient haben. Wofür den Fußball Herzblut fließt, ist mzkick.de. So viel zu mzkick.de und jetzt betrachten wir das abgelaufene Wochenende. Da gehen wir in den Bereich Herren, überregional Bezirksoberliga Oberpfalz in unsere Videogalerie. Das Spitzenspiel in der Bezirksoberliga Oberpfalz, Spielvereinigung Weiden gegen die DJK Filzing. Samstagnachmittag im Weidener Wasserwerkstadion. Der Tabellenzweite, Spielvereinigung Weiden 2010, begrüßt zu Hause den Tabellenvierten, DJK Filzing. Die ersten Minuten die DJK in Gelb, mehr Ballbesitz. Doch das Spiel auf dem schweren Platz zerfahren und wenig effektiv. Filzing gleich mit einer guten Chance, aber der Weidener Keeper Michael Riederer hält den Kasten sauber. 18. Spielminute, ein schneller Konter und Ralf Egitter macht die 1:0 Führung für die Gastgeber. Weiden nun stärker, aber oft unkonzentriert. Eine gelbe Karte erwähnenswert, nach diesem groben Foul gibt Schiedsrichter Sebastian Linz nur gelb für DJK-Spielführer Peter Scheckelmann. Dann Freistoß für Weiden. Thomas Schneider gefährlich aus ca. 26 Metern, aber Dominik Förster streckt sich und lenkt den Ball übers Tor. Halbzeitstand 1:0. In der zweiten Halbzeit die DJK Filzing mit neuem Elan. Filzing stand dicht in der Abwehr und hielt auch den Angriffen der Gastgeber stand. Dann in der 53. Minute Standardsituation, Ecke für die DJK. Erich Vogel gibt den Ball herein, die Weidener Verteidigung schläft und plötzlich ist der Ball im Tor. Philipp Trantina trifft zum Ausgleich 1:1. Als es zum Ende zugeht, Weiden deutlich stärker, drückt auf den Sieg. Weiden drückt und Filzing hält dagegen und rettet den Auswärtspunkt. 1:1 Endstand. Insgesamt ein Spiel auf Augenhöhe, etwas schwerfällig nach der Winterpause. Das Spitzenspiel in der Bezirksoberliga Oberpfalz zwischen Weiden und Filzing ändert 1:1. Wir kommen zum nächsten Wochenende. Andreas Allacher, Sportredakteur der Mittelbayerischen Zeitung in Schwandorf. Was ist denn dein Spiel der Woche im Raum Schwandorf? Also aus Sicht des Landkreises Schwandorf ist für mich sicherlich das Bezirksoberligaspiel zwischen dem ASV Bergingenfeld und der DJK Filzing das Highlight des nächsten Wochenendes. Filzing ist für mich klarer Favorit, weil sie individuell einfach stärker besetzt sind und mit Sicherheit die Rückkehr in die Landesliga schaffen werden. Interessant ist für mich aber der Blick auf den ASV Bergingenfeld. Sie sind eigentlich gut gestartet, hatten dann das Pech, dass sie gegen 4 Landesliga-Absteiger in Folge spielen mussten. Und diese Niederlagen haben ihnen etwas die Moral geraubt. Dazu kam großes Verletzungspech. Ab sofort hat man dann die Bezirksoberliga als Vorbereitung für die nächste Saison definiert und dabei einen konsequenten Neuaufbau mit Talenten aus der Region fortgesetzt.
Sonntag, 15 Uhr, das Spiel in der Bezirksoberliga Oberpfalz, der ASV Burg Lengenfeld gegen die DJK Filzing. Und wir haben Filzings Trainer Sepp Beller gefragt, nach dem 1:1 gegen Weiden muss da in Burg Lengenfeld etwas anders werden? Ja, wir müssen nicht viel anders machen. Wir müssen genauso zweikampfstark und kompakt als Mannschaft auftreten, wenig zulassen. Das gelingt uns in der Regel recht gut und wir bekommen auch immer wieder ganz klare Torschancen. Wir müssen halt die Torschancen besser nutzen und in Burg Lengenfeld, ja, müsste man einen Dreier holen, um wirklich unsere gute Ausgangsposition zu untermauern. Aber es wird schwierig. Nach der Winterpause fangen alle wieder bei Null an. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und wir wollen in Burg Lengenfeld 3 Punkte holen. Am Sonntag, den 11. März, startet in Schmidtgarden ein Neulingskurs der Schiedsrichtergruppe Schwandorf. Anmeldungen unter held.ludwig@online.de. Am 19. März, abends um 19 Uhr, die mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung der Spielvereinigung Weiden. Da geht es dann um die Fusion mit SV DTAG Weiden. Unser heutiger Studiogast heißt Dennis Diermeier. Er kommt vom SV Kelheim Winzer, ist Vorstand und Spieler und der SV Kelheim Winzer spielt in der A-Klasse Gruppe 4. Hallo Dennis. Hallo Armin. Der SV Kelheim Winzer nicht unbedingt die allererste Adresse im deutschen Fußball. So oft habt ihr noch nicht höherklassig gespielt. Das stimmt. Wir sind seit 1966 im Fußballgeschehen dabei, sind leider nur dreimal aus der A-Klasse Kelheim rausgekommen, immer wieder abgestiegen. Aber in diesem Jahr sieht es sehr gut aus. Wir nehmen zwar das M-Wort noch nicht in den Mund, aber ich glaube, dass wir das packen. Im Moment 9 Punkte Vorsprung vor dem FC Kelheim. Was ist denn das Erfolgsgeheimnis? Die Jugendarbeit. Der SV Kelheim Winzer hat jahrelang sehr gute Jugendarbeit geleistet und das zeichnet sich jetzt aus. Und auch viele Neuzugänge im letzten Sommer und auch die Teamfähigkeit ist riesengroß beim SV Kelheim Winzer. Die ganze Teamstärke haben wir jetzt in einem Trainingslager noch mehr gestärkt. In Pilsen waren wir in der Tschechei. Das Trainingslager stand aber ein bisschen unter einem unglücklichen Stern. Das stimmt. Bei der Anreise hat es leider einen Unfall gegeben auf der Autobahn. Wir hatten 2 Verletzte, beide sind ins Krankenhaus gekommen. Einer ist immer noch im Krankenhaus, hatte eine Lendenwirbelverletzung, aber es geht bergauf. Da wünschen wir natürlich toi 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 und gute Besserung. Vor ein paar Tagen gab es Wahlen beim SV Kelheim Winzer. Du bist 20 Jahre alt und bist der neue Vorstand. Natürlich ungewöhnlich, warum hast du das gemacht? Ja, ich engagiere mich sehr gerne in einem Verein. Der Verein hat 600 Mitglieder. Und man sieht einfach beim SV Kelheim Winzer ein riesengroßes Potenzial, was man aus diesem Verein machen kann. Ob das in der Jugendarbeit ist, ob das beim SV, also im Fußball ist oder Tischtennis. Der SV Kelheim Winzer steht momentan sehr gut da im Landkreis Kelheim. Was ist das Reizvolle am Ehrenamt? Ja, einfach auch die große Unterstützung zu spüren. Einfach sich engagieren und etwas ja, zu erreichen, wo man sagen kann, jawohl, das hat der Dennis Diermeier in Kelheim Winzer erreicht. Und halt auch die lange Jahre Zusammenarbeit mit den anderen Leuten. Dankeschön. Dennis Diermeier, weiter geht's für den SV Kelheim Winzer am 1. April mit dem Spiel in Hausen. Schauen wir mal, ob die Jungs weiter auf Meisterschaftskurs bleiben. Beim Sidekick beschäftigen wir uns mit Themen abseits des Fußballplatzes. Dieses Mal haben wir das Pater Rupert Meyer Zentrum besucht. Das Team Bananenflanke ist ein soziales Projekt für körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche. Die gemeinsame Leidenschaft für den Fußball hat diese jungen Menschen auf eine Idee gebracht. Es war kurz vor Weihnachten, als die Jungs zusammen mit ihren Betreuern den Entschluss fassten, etwas Wohltätiges zu machen. Dann ist ihm die Idee entstanden, können wir vielleicht irgendeinen Fußballartikel veräußern, der halt von einem Fußballstar signiert ist. Und da die Jungs halt den Jan immer mitverfolgen und der Jan eigentlich bei den Jungs immer präsent ist, haben sie gesagt, na, Tobi Schweinsteiger ist in Regensburg, machen wir doch mit dem was. Und ja, naheliegend, sein Bruder ist natürlich auch nicht unbekannt, sage ich mal so. Und dann da ist die Idee entstanden, ein Trikot zu machen aus Jan und Bayern und sozusagen ein Brüdertrikot, ein Schweine-Brüdertrikot, das wir dann unterzeichnen lassen und versteigern. Und das ist das gute Stück, das am 16. März versteigert wird. Zu dem außergewöhnlichen Trikot sind mittlerweile viele weitere Sportartikel dazugekommen. Der Bomber Gerd Müller hat eine Jacke gesponsert,
Andi Köpke trägt mit signierten Handschuhen seinen Teil zur Versteigerung bei. Etwa 70 geladene Gäste werden hoffentlich tief in die Taschen greifen, denn die Erlöse dienen einem guten Zweck, dem Neubau eines integrativen Kinderhauses. Team Bananenflanke finde ich einfach schön. Apropos schön, schön waren auch die Treffer des Monats Februar. 3 stehen für Sie zur Auswahl für den MZ Superkick. Der MZ Superkick. Unter allen, die mit abstimmen, verlost die Mittelbayerische Zeitung 2 Karten für ein Spiel des FC Bayern München. Jetzt unser Gewinnspiel dieser Woche. Was können Sie gewinnen? 4 Eintrittskarten für das Spiel des SSV Jahn Regensburg gegen Wacker Burghausen, bayerisches Derby, Spitzenspiel, am 17. März im Jahnstadion. Was müssen Sie tun, um die Karten zu bekommen? Einfach eine E-Mail schreiben an die unten eingeblendete Adresse. Im Mail muss drinstehen, Spitzenspiel Burghausen. Das war unsere erste Sendung auf MZKICK.TV. Die nächste Sendung, die neue Sendung, gibt's ab kommenden Mittwoch. Auf Wiedersehen.